Cheers, Johnny T, Rolex, Launch, ihr Bastarden. Liebe Zuschauer, willkommen bei Rolex TV. Wir haben heute Johnny T im Interview, Member der Organisation The Rolex, der Crew The Rolex. Herzlich willkommen, Johnny T. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Bitte, kein Ding. Mach ich doch gerne für meine Fans und euch. Bin zurück, deutscher Hip-Hop hat ein ernsthaftes Problem. Hey Johnny, steht das 28 in deinem Namen eigentlich für die Postleitzahl Bremens? Nein, das steht für mein Alter. Die 28 bedeutet, dass ich im nächsten Jahr 28 Jahre alt werde und als Johnny 65 werde ich dann in den vorzeitigen Ruhestand gehen. In den Nacken, wie man die Sache aufdreht. Crop top, der Stoff ist sie auf, oh doch jeder ist drauf, low, Jackpot, no. Seit wann bist du denn in der Szene unter dem Pseudonym? Das ist kein Pseudonym! Rapper gibt es in Hülle und Fülle, doch Johnny bleibt krass, straight Gülle, Gülle. Gibt es denn irgendwelche Vorbilder oder großen Idole, die du hast? Jesus, Hitler, Gott ist auch in Ordnung. Ja, The Rolex. Was hat es mit The Rolex auf sich? Was ist The Rolex? Rolex ist eine Lebenseinstellung. The Rolex ist ein weltweites Kollektiv aus Musikern, Künstlern, Lebens-, Überlebenskünstlern und Diktatoren aller Nationen und ethnischen Hintergründe, tot oder lebendig. Johnny D, hast du eine Freundin? Darüber gebe ich ungern Auskunft. Ich bin nämlich, die Sache ist so, ich bin mit einer überaus prominenten Stuttgarterin liiert und ja, die hat's nicht so gerne, wenn ich über unser bürgerliches Leben tratsche. Wir wohnen nämlich im oberen Drittel einer Reihenhaushälfte in Herford. Und wenn ich jetzt so Sachen auspacke, wie dass wir 3 Meerschweinchen und einen zwittrigen Hamster haben beispielsweise, würde es einen Johnny T 2.9 niemals geben. Was möchtest du denn mit deiner Musik erreichen? Im Prinzip die Weltherrschaft, darüber habe ich eigentlich auch schon gesprochen. Tod und Verderben. Welcher Song war bis jetzt der erfolgreichste in deiner Karriere? Boah, der erfolgreichste Song meiner, unserer Karriere, Hart aber sinnlos. Eigentlich Hart aber sinnlos, ja. Mit Hart aber sinnlos, mit dem Video dazu, haben wir die Goldene Wurst in der Bremer Schauburg gewonnen mit 40.000 Stimmen. Und was passiert dann, wenn ihr die Weltherrschaft schließlich an euch gerissen habt? Das ist erst der erste Schritt, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Ziel ist es, mit unserer Musik die Menschen gleichzuschalten. Und wir wollen nämlich auch Interstellar-Zuhörer finden. Das bedeutet, wir möchten uns wilde Schlachten mit fremden Rassen liefern. Und die Olympischen Spiele werden dann beispielsweise auch auf dem Mars ausgetragen werden. Es wird aber Disziplinen geben, wie zum Beispiel schnellster Rap-Kontext. Was erwartet den Zuhörer, um wieder zurück zur Musik zu kommen, dem eigentlichen Thema des Interviews, was erwartet den Zuhörer eigentlich auf eurem neuen Mixtape? Ja, diesmal sind die Einflüsse der letzten 60 Jahre verarbeitet worden aus unserem Leben. Wir haben nur die Creme de la Creme der weltweiten Producer-Szene an die Sounds rangelassen, an die heiligen Töne. Es war super. Der Workflow hat gestimmt, alles top.
wir haben mal weniger gedöns und mehr auf den Punkt alles. Was mir im Herzen besonders weh tut, ist halt die Tatsache, dass ich nie wieder die Möglichkeit haben werde, die Songs noch einmal, das erste Mal in meinem Leben hören zu können. Denn es ist nur einmalig möglich. Hinzufügen möchte ich noch, wenn ich auf eine einsame Insel gehen müsste und drei Dinge mitnehmen dürfte, ich würde mich erschießen, denn das Wardex Mixtape ist nur als Gesamtkunstwerk mit seinen 37 Tracks wirklich so, dass es einen Menschen von innen heraus erfüllen kann, komplett. So ist es. Gibt es noch etwas, das du deinen Fans und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Bisschen Obst! Johnny D, danke für das Interview. Dank nicht mir, dank unserem Anführer, The Wardex, Power! Sure.